8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. Mama, what's going to happen? I don't know. I play Dr. Louise Banks, who is a linguist and a professor. I'm Colonel G.T. Weber. I have something I need you to translate for me. Is that... And she's called upon by the United States government to help decipher an alien language. Yeah, that just happened. There's 12 ships that have arrived, and, you know, of course that puts the world on edge. We're not sure why they're there, but they seem to be desperately trying to communicate something to us. What happens now? They arrive. Oh my God. She makes your job easy when you work with someone that's really good at what they do. We just have just a wonderful, wonderful connection. Louise really believes that we need the 12 to be working together to decipher this, and yet countries are sort of pulling away and wanting to protect their information. China just threatened to destroy their shell. Whatever they do, France and Korea will follow. It really is about trying to get the world to come together to solve the bigger issues. It allows you to sit back and sort of watch. Then it definitely brings you to the edge of your seat. What the hell is she doing? Guten Morgen. Unser Thema heute sind die romanischen Sprachen. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen? Auch 8 Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Ist das... Nicht jeder ist solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt. Wir brauchen Antworten so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele? Wir sind 1 von 12. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir Ihre Absichten? Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen. Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt. Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Was steht da? Waffe anbieten. Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. China hat gerade gedroht, ihre Muschel zu zerstören. Was immer sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten. Wir müssen mit allen Orten reden. Wir müssen einmal zusammenarbeiten. Uns bleiben 15 Stunden, bis die Hölle losbricht. Träumst du in ihrer Sprache? Ich weiß, warum sie hier sind. Was zum Teufel tut sie da? Vertraust du mir?